Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute nehme ich euch mal ein bisschen auf meine Reise und meine Challenge mit, eine Death Guard Armee komplett in 3 Tagen zu bemalen. Wenn ihr Paintomancy unterstützen wollt und gleichzeitig eure Malskills verbessern möchtet, schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei. Dort gibt es monatlich 2 Videotutorials, wo ich euch uncut, Pinselstrich für Pinselstrich zeige, wie ihr die verschiedensten Sachen bemalen könnt. Und für die, die lieber etwas zum Nachschlagen haben wollen, gibt es zusätzlich noch 2 PDF-Tutorials im Monat. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in der Videobeschreibung. Die Idee für die Challenge kam mir eigentlich, weil René ja seine Challenge hatte mit seine ganzen Karadrons für Suicune Rumble bemalen und dann letzten Endes aufs Turnier fahren und da zu spielen und möglichst viele Siege zu erringen. Und ich habe mir gedacht, irgendwie juckt es mich da jetzt auch in den Fingern, mich auch ein bisschen mal zu testen. Ich habe mir also gedacht, ich schnapp mir eine 2000-Punkte-Armee Death Guard und böller die in 3 Tagen komplett durch. Im Gegensatz zu den meisten Death Guard wollte ich allerdings, dass meine Death Guard ein wenig rausstechen. Und ich habe vor einiger Zeit mal so ein Tutorial auf Patreon gemacht, wie ich einen Death Guard Marine mit dieser beigen Rüstung und rötlichem Schatten gemalt habe, so ein bisschen angelehnt an das alte Heresy-Farbschema. Und da dachte ich mir, komm, dazu mache ich jetzt einfach mal eine komplette Armee. Das größte Thema für diese Challenge war natürlich, wie kriege ich so viele Modelle in 3 Tagen bemalt? Besonders da ich mir eine Liste ausgesucht habe, die einfach 35 Plague Marines drin hat. Also es gibt Death Guard Armeen mit deutlich weniger Modellen und ich weiß gar nicht, warum ich mir so viele genommen habe. Das große Thema war also Batch Painting. Und über Batch Painting kann ja jeder so ein bisschen eine andere Meinung haben. Manche Leute sagen eher so, oh nee, ich bemale lieber wirklich Trupp für Trupp, um auch schnell ein Ergebnis zu sehen. Und andere Leute sind, nee, es geht wirklich viel schneller und effektiv, wenn ich alles auf einmal mache. Und da wollte ich mal ein bisschen testen, was ist eigentlich daran und ist es wirklich effektiver, als Trupp für Trupp zu malen? Bevor wir also zum Raccoon Rumble losgefahren sind, habe ich mich am Donnerstag im Studio hingesetzt und erstmal die Grundfarben mit der Airbrush auf alles draufgeklatscht. Hierbei habe ich natürlich mir erstmal ein schönes Beige genommen, um die Modelle komplett damit zu grundieren, meinen typischen pinken Schatten reingesprüht und ebenfalls ein paar Highlights. Ganz klassisch, also typische Airbrush-Arbeit, damit ich schon mal einen Grundstock habe. Bei den Panzern war das natürlich ein bisschen aufwendiger, weil die ja auch sehr viele Rundungen haben und die hier sehr schön rausstechen sollten. Weil so viele Details haben diese Raupen gar nicht, deswegen kam es hier besonders darauf an. Nachdem ich also alles mit der Airbrush besprüht hatte und erstmal eine Schicht Schutzlack draufgesprüht habe, habe ich sie verpackt und mit auf Raccoon Rumble genommen. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe die Bases übrigens schon vor dem Grundieren gesandet, einfach damit ich sie mit dem Besprühen der Airbrush schon mal leicht mit anhighlighte und dann geht das später ganz, ganz schnell. Weil das, was bei dieser Challenge ja auch ja, mir im Endeffekt sehr ins Fleisch schneiden könnte, wäre aufwendige Base-Gestaltung und das habe ich schon mal so ein bisschen damit gedodged. Bevor ich hier allerdings anfange, die ganzen Grundfarben auf meine Modelle aufzutragen, muss ich erstmal ein bisschen Battle Damage tupfen. Und hier habe ich meine ganz klassische Methode genommen, Schwämmchen, Rhinoxide und drauftupfen. Allerdings war ich so dumm und habe Rhinoxide zu Hause vergessen, deswegen habe ich mir einfach irgendein dunkles Braun genommen und noch ein bisschen mit Schwarz gemischt, dass ich circa Rhinoxide hatte. Aber Leute, nehmt einfach Rhinoxide, das ist besser dafür. Am Freitag des Raccoon Rumbles ging es also weiter mit dem Bemalen und ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme mir erstmal meine Grundmetalltöne, also ein Bronze, ein Kupfer und ein Silber und klatsche die erstmal überall drauf. Denn was ich auch schon öfter mal gehört hatte, ist, dass es gar nicht schlau ist, wirklich eine Farbe erstmal auf jedes Modell zu machen, sondern ruhig direkt mehrere zu nehmen, weil wohl der Zeitaufwand, immer wieder das Modell zu wechseln, mehr sein soll, als die Farbe mit dem Pinsel zu wechseln. Da die Modelle eigentlich relativ viel Metall haben, habe ich mich insgesamt für 4 Metalltöne entschieden, damit es nicht alles komplett gleich aussieht. Am allermeisten auf mein Modell ist eigentlich Bronze von Proacryl gekommen, denn das ist im Endeffekt mein gesamter Trim und die Details auf der Rüstung. Mit Dark Silver von Proacryl habe ich dann alle möglichen Waffendetails bemalt. Also Schusswaffen, Messerklingen, alles was in die Richtung ging und natürlich auch so Auspüffe von Rückenmodulen. Alle Details, die etwas kleiner sind und eher Schmuck wie so kleine Ikonen oder Nörgelanhänger, habe ich dann mit Copper von Proacryl bemalt. Zu guter Letzt habe ich noch Oily Steel von AK genommen, das ist ein etwas helleres Silber und damit im Endeffekt fast nur so Ketten und Details bemalt, die wirklich von ganz vielen anderen Metalltönen umringt waren und noch hervorstechen sollten.
Wir haben jetzt 8. Also mit ein paar Pausen 9 Stunden. Aber ich bin jetzt bei den Panzern. Das alles hat jetzt Metall. Aber ich glaube, ich werde heute nicht fertig mit dem Metall, weil das sind noch 3 Panzer. Allerdings hat dieser Schritt deutlich länger gedauert als gedacht. Ich saß den gesamten Freitag und auch eigentlich so ziemlich den gesamten Samstag daran, nur diese 3 Metallfarben auf meine Defgar zu malen. Damit zwischendurch ein bisschen die Lust ausgegangen ist, habe ich mir dann schon mal meine paar Nörgeldämonen, die in der Liste sind, geschnappt und da einfach wild mit Contrasts drauf rumgematscht. Da habe ich mir eigentlich gar keine großen Gedanken zu gemacht. Ich habe eigentlich einfach nur alle möglichen Tuschen und Contrasts, die ich mir mitgenommen habe, geöffnet auf meine Palette hier gestellt und wild drauf geschmiert. Natürlich hauptsächlich darauf geachtet, dass ich Grüntöne verwende und zu den Armen und Beinen hin ein bisschen ins Lila gehe, in die Wunden ein bisschen Rot reinschmiere und auf irgendwelche Eiterbollen eher gelbliche Töne klatsche. Ich finde, das funktioniert bei Nörgeldämonen eigentlich wunderbar und wenn man das später noch ein bisschen verfeinert, kann das richtig cool aussehen. Am Ende des ersten Abends habe ich mir dann auch noch gedacht, oh verdammt, ich muss irgendwie auch noch die Pigmenttusche auf meine Bases schmieren, denn die braucht relativ lange zum Trocknen. Und wenn ich das an einem Morgen mache, kann ich den ganzen Tag diese Figuren nicht anfassen, weil mir sonst die ganze Zeit die Hände wieder schmierig von diesem Pigmentwash werden. Also habe ich mir schnell 3 Pigmenttuschen von Vallejo geschnappt, und zwar Old Earth, Dark Brown und Black, und die komplett auf meinen leicht zenital gehighlighteten Sand gemacht. Und das macht eigentlich einen richtig schönen Effekt, denn durch diesen hellen Sand sickert das Pigment richtig schön in die Base rein und die einzelnen Sandkörner kommen richtig schön raus. Nachdem ich dann irgendwann gegen Ende vom Samstag alle Metallfarben drauf hatte, konnte ich mal aufatmen und andere Grundtöne malen. Ich habe mir alle möglichen knalligen Farben auf meine Palette gemacht, weil ich die Defgard auch nicht komplett einheitlich malen wollte. Bestimmte Defgard haben Stoffe bekommen, die lila sind, manche pink, manche türkis. Die Tentakeln habe ich alle soweit eigentlich rosa gemalt und Hörner noch beige. Also wenn ihr euch wirklich diese Modelle anguckt, sie haben extrem viele Details und ich wollte eben, dass alle diese Details wirklich rausstechen. Ich kann gleich shaden. Geil. Das ist der letzte mit Grundfarbe. Geil. Dann habe ich endlich Spaß. Ah! Der Step ging dann tatsächlich wirklich extrem schnell und am Sonntag kam ich dann endlich dazu, das Ganze ein bisschen runter zu shaden. Hier habe ich mir also wieder die Pigmentwashes von Vallejo geschnappt und in so ein kleines, ja, Behältnis gemacht, dass ich alle 3 Pigmentwashes schön nebeneinander hatte. Und auch hier habe ich mir dann wieder Defgard für Defgard genommen und den komplett in diesen Pigmentwashes gebadet. Hierbei habe ich ein bisschen darauf geachtet, dass ich die Brauntöne eher auf die wirklich beige Rüstung und die Tentakeln und den Stoff fokussiere und das schwarze Pigmentwash halt eben auf die etwas silberneren Stellen. Hierbei muss man natürlich darauf aufpassen, dass man mit seinem Pinsel hin und wieder mal ein bisschen Pigmentwash wegwischt, wenn da einfach zu viel ist, sonst sehen die nämlich viel zu zugeranzt aus und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja noch ein bisschen die Details unserer Rüstung sehen können. Nachdem ich jetzt alles geschadet hatte, brauchte die Armee aber irgendwie noch einen Wow-Effekt, weil sonst sieht es einfach nur aus wie Grundfarbe und Shade, was es ja auch im Endeffekt ist. Also habe ich mir meine Airbrush geschnappt, die hatte ich nämlich extra mitgenommen, und schnell die Plasma-Effekte richtig schön gesprüht, dass die richtig rausböllern. Und natürlich die Linsen meiner Armee. Denn Leute, ich finde inzwischen wirklich, wenn man Space Marine Linsen leuchtend malt, also nicht einfach nur eine Linse macht, sondern leuchtend macht, das wertet das Ganze unglaublich auf. Und ich finde, im Gesamtbild gibt das der Armee wirklich schon mal so einen richtigen Stoß nochmal in die richtige Richtung. Jetzt war ich an einen Punkt gekommen, wo die Armee quasi Battle Ready fertig genannt werden kann. Ich hatte allerdings noch so ein kleines bisschen Zeit und habe mich deswegen schon mal so ein bisschen an meine Charaktere gesetzt, die noch mal ein bisschen aufzuhübschen und ebenfalls an meine Panzer etwas Streaking zu machen. Denn bei den Marines sieht man das Streaking nicht unbedingt so genau, weil sie relativ kleine Panzerplatten haben, aber bei den großen Panzern musste da auf jeden Fall noch was passieren. Da habe ich mich dann aus Zeitgründen auch noch dafür entschieden, mir die Zeit ruhig noch zu nehmen und ebenfalls ein bisschen Grün sparen und Rost schon mal an die Panzer zu machen, einfach damit die nicht so einfarbig und langweilig aussehen. Kurz vor Ende habe ich dann noch die Base-Ränder nachgezogen und konnte meine Armee tatsächlich fertig nennen. Natürlich ist sie in diesem Moment noch nicht die schönste, besonderste Armee und man kann noch einiges daran machen, aber ich habe mir einfach gedacht, da bringen wir demnächst noch mal ein extra Video zu raus, wo ich euch zeige, wie wir diese Battle-Ready-Armee nehmen
und eben nochmal richtig schön mit kleinen Kniffen aufhübschen können. Wie hat also das Batch Painting eigentlich für mich funktioniert? Ich muss tatsächlich sagen, es ist eine Überwindung. An so vielen Modellen immer wieder den gleichen Step zu machen, ist extrem nervenzehrend. Irgendwann wünscht man sich wirklich einfach nur mal eine andere Farbe auf den Pinsel nehmen zu können. Allerdings habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es sehr viel schneller geht. Besonders wenn man nicht jede Farbe einzeln auf alle Modelle macht, sondern sich immer direkt so mehrere passende Farbpakete bildet und die dann immer auf jedes Modell klatscht. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass ihr Zeit mit sparen könnt. Ihr müsst da aber wirklich die Motivation hinterspüren. Ihr müsst wissen, was ihr da macht und im Bestfall vorher ein Testmodell gemacht haben. Das hatte ich mit meinem Modell, das ich für Patreon mal gemacht hatte, ja auch. Genau diesen Plasma-Glow-Effekt von der DevGuard habe ich übrigens mal vor längerem schon auf YouTube als Tutorial gemacht. Wenn ihr also sehen wollt, wie das funktioniert, schaut da einfach mal rein. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Argentum, Balti, Diamond, Frederik, Goblinlord, Kurugawa, Philipp, Alekleid, Armin, David, Deserov, Freckel, Guano Master, Holly, Hopfi, Cornflake, Kilian, Lord Sicilius, Markus, Matthias, Melis, Michael, Michael, Nagashur, Nörgel, Patrick, Pingotobi, Rodrik, Mortal, Shayalin, Sumsi, Sören, Theo, den Arthas und Ulrich. Falls ihr uns außerdem kostenlos unterstützen wollt, schaut einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr viele Links zu unseren Partnern. Also dann, bis zum nächsten Mal!